Recht herzlich willkommen zur 91. Folge von City Skylines. Ja, wir sind im Spiel, wollen heute zuschauen, dass wir das öffentliche Straßenverkehrsnetz mal kontrollieren. Öffentliche Straßenverkehrsnetz, das ist gut. Öffentliche Straßen. Na, wie sagt man? ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, den wollen wir angucken. Ja, da wollen wir schauen, wie der läuft. Was mir letztes Mal beim Kontrollieren der Folge aufgefallen ist, dass wir verdammt nochmal wenig Geld nur noch haben. Einfach aus dem Grunde, weil hier, ne, aber es wird ja gerade wieder besser. Und diese Zahl sinkt gen Null, das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, wir sind kurz vorm Bankrott eigentlich, ne, vorbeigeschrappt dann, ne? Um 7.000 jede, weiß ich wie Tag oder wie das auch immer ist, hier diese Zahl. Das ist ja hier, ne, fällt und fällt und fällt. Ist jetzt nicht gerade top, ne? Aber es läuft noch. Gut, dann gucken wir, dass wir den ÖPNV noch angucken, wie der läuft oder auch nicht. So. Hier oben war irgendwo eine Bushaltestelle, die nicht funktionierte, meine ich gesehen zu haben. Also der Bus fährt auf jeden Fall hier und dort. Ich habe das mal so gedreht, dass wir da die Straßenschlucht reingucken können. Ja, hier ist nix. Der fährt hier eine schöne Schleife, kommt dann wieder. Alles gut. Aber hier war doch irgendwo. Ah, da blinkt was. Da ist er. Da ist das Problem. Irgendwas passt hier nicht. Warum nicht? Da muss es weitergehen, oder was? Und zwar, wo ist der Anfang dieser Linie dann? Irgendwo an. Ist es wirklich? Tatsächlich. Ist es da auf der anderen Seite, ne? Nee, das hat jetzt nicht geklappt, oder? Wo ist denn das Ende jetzt? Ach, das ist da. Das bedeutet, die nehmen wir wieder weg. Ich möchte gerne diese aktiviert haben. Oder die. Haltestelle zum Verlegen ziehen, das ist klar. Hat er jetzt auch automatisch das angenommen? Nein. Dann machen wir das nochmal zurück. Gut, dann sind die auch unzufrieden. Aber ich würde die ja gerne verlängern. Oh, das war ganz schlecht jetzt. So, da eine hin. Da eine hin. Ja, und jetzt möchte er das aber weiter fortführen, ne? Und jetzt ist er aber geschlossen, ne, oder? Aber diese Haltestelle hat immer noch dieses tolle Symbol. Auch gut, oder? Na ja, und da geht's nicht weiter. Wie kriege ich die denn jetzt fertig? Dann gar nicht, oder was? Ja, es hat keinen anderen Sinn, wie abzureißen, oder wie sehe ich das? So. Diese Linie ist dann auch unnütz. Dann mach sie ganz weg. Und wir werden sie nochmal neu machen müssen. Zoom mal ein bisschen raus. Ach, die Linie fährt sogar noch, oder? Und da ist eine Bushaltestelle, die nichts braucht. Ist dann auch weg. Die fährt da lang. Dort lang. Fährt darüber, holt die ganzen Leute da ab. Das ist ja eine Riesenlinie, ne? Macht jetzt nicht so einen Sinn, oder? Alle weg. Machen wir weg. Und bauen die lieber neu. Ich sehe auch ganz wenige Haltestellen an dem System nur. Wo ist jetzt? Da ist noch. Ja, die sind jetzt alle unglücklich, dass ich dies wegmache, aber das ist jetzt nicht schlimm, weil wir setzen ja gleich wieder was hin, ne? Ist doch keine Haltestelle. Ne, da ist gar keine. Da ist noch einer, die kann auch weg.
Wo ist hier hinten denn einer? Auf der ganzen Strecke sehe ich keine. Hier unten auch nicht. Ah, jetzt ist der irgendwo hingesprungen. Da ist einer. Ich sehe keine weitere Haltestelle hier mehr. Komisch. Da ist ein Versatz. Ist da noch eine? Wo der jetzt steht? Nö. So, jetzt ist hier auch keine Linie mehr, ne? Genau. So, jetzt gucken wir noch diese Linie. Fährt hier außen einmal schön rum. Würde ich jetzt ein klein bisschen ändern wollen. Wo ist hier die Bushaltestelle? Dort. Die machen wir weg. Da ist auch noch eine, die machen wir auch weg. Weil die sollen da lang fahren. Genau so ist es. Dann würde ich hier noch eine hinsetzen. Dann sind die doch schon mal alle glücklich. Hier kommt auch noch eine hin. Die nehmen wir mal weg. Und die nehmen wir auch weg. Ich glaube, wir müssen das mal gerade ändern. Ich glaube, wir müssen sie ganz neu aufbauen. Das hat so keinen Sinn. Das macht so gerade keinen Sinn. Weil die muss von hier kommen und die muss hier irgendwo drehen. Die von hier kommt, wird aber hier durchfahren müssen. Da gibt es keine Verbindung rüber. Das heißt, die kommt, die fährt sowieso da lang. Boah, die muss ja eine riesen Strecke fahren. Das ist ja voll doof. Würde ich tendenziell zu neigen, dass wir hier gerade die Straße ändern. Und zwar hier, diese Straße da, durchziehen weiter. Was ist denn das für eine ganz normale kleine Straße ist das? Die können wir ruhig mit Bäumen anpflanzen. Und durchgehen lassen gerade das Stück. Und weil wir hier so einen Drehpunkt brauchen, ne, für den Bus, neige ich dazu zu sagen, zieh die mal hier lang. So, jetzt gehen wir wieder in den Bus rein und bauen dann eine Haltestelle auf. Wir haben dann hier eine Wechselhaltestelle. Oder besser hier. Oder da. Hier machen wir eine Wechselhaltestelle in dem Sinne hin. So, da ist unsere erste Bushaltestelle. Der Bus fährt dann hier lang. Und machen wir hier noch eine Stelle hin. Und die andere kommt hier hin. Genau. Dann fahren wir mit dem Bus hier rüber. Und müssen dann überlegen, wie der hier weiterfährt. Gibt es hier irgendwelche Strecken, die dann da rüber können und wieder drehen? Eher weniger, ne? Ja, das wird dann hier lang sein. Und dann machen wir die dorthin. Die haben wir da, da. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine hin. Und verbinden die Strecke dann da. So, das ist jetzt einfach nur von da nach darüber. Ich würde eher diese noch ein bisschen rüber rutschen. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Ich glaube, die sind alle schon am Weinen gewesen, dass da keine Bushaltestelle war. Das heißt, das sollte funktionieren. So, die fahren da lang und die von dieser hier machen wir jetzt hier
eine neue Strecke durch dieses Gebiet. Und zwar würde ich sagen, machen wir hier eine hin. Na, ein bisschen. Die ist von da erreichbar. Dann würde ich sagen, machen wir die hier hin. Und fahren hier rum. Da auch noch eine ruhig. Die Außenbahn nicht. Ich glaube, wir fahren dann hier. Geht die durch die Straße? Nein, das ist eine Sackgasse. Dann geht die hier lang. Ah, ich glaube, wir müssen doch da außen lang fahren. Hier, noch eine Haltestelle. Da eine hin. Dann fahren wir dahin. Dorthin. Wo war denn die letzte da vorne? Das ist ziemlich nah an der dran, ne? Machen wir da noch eine hin. Und dann dorthin. Und wo wollen wir die schließen? Da. Dann würde ich hier aber doch noch eine hin machen. Und schließen die da. Wunderbar. Dann ist das auch angebunden. Gut. Dann geht's auf dieser Seite weiter. Das bedeutet, wir hätten hier eine Wechselhaltestelle. Diese also. Und da würde ich fast sagen, fangen wir hier mal an. Wenn wir hier reinmachen, wer freut sich alles? Das ist die Frage, ne? Da freuen sich alle Häuserblocks da. Alles cool. Dann würde ich schon fast sagen, wir fahren einfach hier weiter. Da freuen sich die auch alle. Kommen hier an. Gehen noch ein bisschen nach hier. Da. Und fahren hier lang. Da noch eine. Da eine. Und komm da hin. Setzen hier noch irgendwo eine hin. Da. Und schließen hier wieder. Alles gut. Die waren alle glücklich. Super, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier in das andere Viertel noch waren. Da würde ich fast sagen, drehen wir hier um. Das könnte sich schwierig gestalten. Machen wir lieber hier. Weil das geht ja. Da lang. Die nehmen wir ruhig auch noch mit. Warte mal, ist. Da ist eine, ne? Ne, dann nehmen wir die nicht mit, fahren hier rüber. Sind die denn hier angeschlossen? Ich glaube nicht, ne? Ne, da gibt's keinen Weg. Dann würde ich fast. Ah, doch, da, guck mal, da geht eine Straße rüber. Das, ach, das ist auch eine Sackgasse. Ja, dann fahren wir da rein. Und drehen hier hinten um. Und kommen dann hier lang. Da lang. Fahren dort lang. Und haben da dann die Schwierigkeit, wieder zurückzukommen, sehe ich gerade schon. Aber das müssen wir hier noch mitnehmen, ne? Die hinten sind bestimmt auch Arbeitsplätze da, wo müssen wir dann drehen halt. Dahin. Geht dann dahin. Obwohl ich jetzt wirklich am Überlegen bin, ob wir nicht über die Autobahn fahren könnten.
So sieht das gut aus, oder? Da lang. Da lang. Und dann kommen die da weg, ne? Und machen wir sie zu. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier ist ein bisschen knapp, ne? Wäre da noch eine Haltestelle zu machen. Alles gut. Sieht gut aus. Gut, dann haben wir dieses. Dieses haben wir auch. Oder? Ne, das kann so bleiben. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Jetzt müsste man nur eine Verbindung von dort nach dort ziehen, ne? Würde ich jetzt fast sagen, machen wir den. Fahren darum. Fahren da lang. Da lang. Hier lang. Hier lang. Wir müssten hier irgendwie anbinden. Was sich sehr schwierig gestaltet. Aber diese hier, die würde ich auch noch gerne mitnehmen. Die Haltestelle da, ne? Das heißt hier lang. Und dann da lang. Ja, auf jeden Fall. Dann nehmen wir das mit. Und kommen nochmal hier lang. Fahren da lang. Zurück. Und schließen da. Passt. Alles gut. Hier haben wir noch ein Müllproblem, wie man gerade sieht. Sehr schön. So, das bedeutet, wir sind auf dieser Seite gut zugange. Aber hier unten sieht es auch irgendwie mit dem Bus einigermaßen aus. Der weiß ich, wo lang fährt. Den müssen wir nochmal kontrollieren. Aber diese Tangente hier, die können wir erstmal als rechtsrum abgeschlossen sagen. Und ich würde auch sagen, dass es für diese Folge dann erst reicht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Okay, kurz noch hier. 355 und ist nur noch bei 1000. Wir haben ja auch schon Plus gemacht. Wir waren irgendwo bei 294 oder sowas. Also geht's da voran. Okay, bis dann. Ciao.